Hallo liebe Freunde der Familienzeit und der Freudzeit. Wir gehen jetzt durch den Volkspark Humboldt-Rhein oder so ähnlich. Was es da alles zu sehen gibt, einen tollen Turm, tollen Park, tollen Spielplatz, das schauen wir uns jetzt an. Hier ist dann auch noch ein Rosengarten. Wir können aber leider nur durch den Zaun spiegeln. Sieht schon toll aus, was man so sieht. Weil der macht leider erst am 1. April auf und da sind wir nicht mehr da. Der ist jetzt gerade im Winterschlaf sozusagen. Aber wir schauen mal seitlich noch ein bisschen rein. Oh ja, das sind auch Figuren. Ja, sieht toll aus. Aber halt leider heute oder hier aktuell nicht für uns. Winterschlaf ist blöde. Ja, und da drüben ist ja direkt jetzt unser Wohnwagenstellplatz, die Wohnmobiloase. Und da geht's jetzt hoch. Hier unter uns sind wohl überall auch Bunkeranlagen. Ich schau mal schnell, wie das heißt. Berliner Unterwelt heißt es und da kann man auch Besichtigungen buchen. Filmen und fotografieren ist da wohl nicht erlaubt und wir haben auch gar keine Zeit, sonst hätten wir das vielleicht wirklich noch gemacht, aber hier gibt es auf jeden Fall auch Bunkeranlagen, die ihr dann anschauen könnt. Einfach weiterlaufen. Hui. Ganz schön steil. Aber es wird sich bestimmt lohnen. Hoffen wir, dass die Tür nicht verschlossen ist. Immer steiler. Berlin ist ja auch eine richtige Partystadt. Puh, das machen wir jetzt natürlich nicht mit Kind und irgendwie sind wir aus dem Alter auch schon raus. Aber auf so Bunkeranlagen wie hier, da finden tatsächlich auch immer mal wieder spontane Waves statt. So mit Bum-Bum-Musik und so. Also, wenn ihr sowas sucht, das gibt's überall in Berlin. Geschafft. Und da ist jetzt unsere Wohnwagenanlage. Gehen wir noch weiter hoch? Ja, klar. Und da ist auch eine Kletterpark, hast du gesehen? Da drüber. Da, wo du gewendet hast. Ah ja. Das ist erlaubt. Erlaubnis gibt es noch nicht. Kann man da rein? Ja, das kann sein, dass da die Führung ist. Ja, da gibt es so eine Führung. Und hier gibt es auch Führungen wohl
Oh, Außerirdische gibt es auch. So, welche Treppe, rechts oder links? Ich hätte rechts genommen. Ja, da springen wir, oder? Elias sucht aber Aufgabe. Ach so. Das ist okay. Ja, klar. Elias sucht links. Aha. Links, rechts. Ja, und wo will ich lang? Oben kommt man an beide Seiten. Ist eigentlich egal. Schauen wir mal. Was ist nochmal mein Lieblingsregel? Rechts oder links? Rechts. Ah ja, jetzt sehe ich. Endspurt. Von hier fliegen wir den Wagen, den lassen wir dann fahren. Komm mal her. Da siehst du das Auto. Siehst du unser blaues Auto? Da, wo jetzt die Leute stehen. Hinten dran ist unser blaues Auto. Siehst du? Und da hinten dran der Wohnwagen. Oh ja. Runterwerfen. Was ist klar? Aha. Mama. Der ist aber schön hier offen. Ja. Mhm. Und da unten ist im Sommer dann auch noch ein Schwimmbad. Ja, stimmt. Ja, kannst du dir die Mülleimer angucken und siehst, was hier abgeht. Ja, da liegt auch die eine oder andere Spritze, garantiert. Stimmt. Da hat es geklöpfert. Oh, was ist denn das Cooles? Stein? Ja. Ja, cool. Kann aber trinken, Mama, Papa. Aha. Und hier ist auch so eine schöne Brücke. Bestimmt läuft da auch Wasser im Sommer. Oder auch nicht, aber es sieht auf jeden Fall so aus.
Da hinten ist auch noch ein Pavillon. Also bestimmt kann man das Gelände noch viel, viel mehr erkunden. Es fängt jetzt hier gerade ein bisschen an zu regnen. Ja, von daher gehen wir jetzt noch kurz Richtung Spielplatz, der ist da hinten. Und dann ziehen wir wahrscheinlich weiter. Jede Menge Rasenfläche. Und da wird ein neuer Spielplatz gebaut. Umbaumaßnahmen. Also heute für uns leider kein Spielplatz. So sieht er dann bald aus, wenn er fertig ist. Ein bisschen besser noch. Dann gehen wir jetzt zum Bus und zum Lego. Und es waren ein paar Eindrücke, ein kleiner Rundgang hier. Ich schaue noch mal durch den Volkspark Humboldt rein. Ist also gerade im Sommer, wenn auch der Spielplatz auf ist und man den Turm besuchen kann und sich hier noch hinlegen kann, entspannen kann, bestimmt toll. Wahrscheinlich auch recht voll. Ja, wir sind genau gegenüber auf der Wohnmobil-Oase, habt ihr ja von oben gesehen. Von daher ist es auch optimal, wenn man dort zu Gast ist. Wenn ihr sehen wollt, was wir sonst noch in Berlin und überhaupt erleben, schaut euch gerne mal ein bisschen im Kanal um, da gibt es einiges zu sehen. Und wenn es euch gefallen hat, das Video, dann freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst. Und gerne klickt ihr dann auch die Glocke, dann verpasst ihr bestimmt nichts mehr von unserer Zeit in Berlin, vom Camping, vom Freizeitpark oder auch auf der Kreuzfahrt. Wir gehen jetzt weiter. Nächster Step wird wahrscheinlich das Lego Discovery Center werden. Und du und ihr denkt zum Schluss bitte wie immer daran, die nächste Freizeit kommt bestimmt. Bis dahin, euer Simon.